Mobile Geeks coverage of CES 2014 is powered by ASUS. Hey, wir sind auf der Showstoppers 2015 und jetzt haben wir auch tatsächlich den HP Stream Mini in der Hand. Das ist im Prinzip ein sehr, sehr kompakter PC. Wie man sieht, passt er wieder relativ in meine große Hand. Ist auf jeden Fall ein NUC sozusagen, ein Next Unit of Computing, das, was Intel als kleine neue PC-Generation da auf den Markt bringt, ist für den Desktop-Betrieb, aber vor allem fürs Wohnzimmer, gerade der hier. Es gibt noch den Pavilion Mini, der ist ein bisschen besser ausgestattet. Das hier ist hauptsächlich eine Streaming-Maschine, soll also für Netflix und ähnliche Späße genutzt werden. Hat in dem Fall den Intel Atom, also ein Baytrail-SoC drin. Das ist kein Atom, sondern ein Celeron. Das müsste der 2957U sein. Also eine sehr einfache Ausstattung. 2 GB Arbeitsspeicher, 32 GB Flash-Speicher. Da hört man dann auch, dass das Ganze für Streaming ist. Denn es geht vor allem darum, Inhalte aus dem Internet wiederzugeben und jetzt eben nicht da Dinge drauf zu speichern oder eigene Filme auf dem Gerät abzuspielen, sondern ganz einfach nur das Teil als Streamer benutzen sozusagen. Mit Windows in dem Fall. Wir haben ja hier den Ein- und Ausschalter natürlich, zwei USB 3.0 Anschlüsse. Dann nochmal der Hinweis, dass da Intel drin ist natürlich. Und auf der Rückseite gibt es hier den Stromanschluss, zwei Display-Anschlüsse, einmal HDMI in voller Größe und einmal DisplayPort in voller Größe. Damit können sich dann eben die Kunden zwei Displays da anschließen. Das lässt sich, glaube ich, sogar in Kette schalten. Dann haben wir noch zwei weitere USB-Ports, ist also für genug Peripherieanschlüsse gesorgt. Der Ethernet-Anschluss sorgt für die schnelle Internetanbindung, müsste sogar Gigabit Ethernet sein. Es gibt auch WLAN da drin und Bluetooth. Dazu kommt dann noch der Kopfhöreranschluss. Hier gibt es einen Kensington-Lock, damit der nicht wegkommt, falls man ihn für Präsentationen benutzt, zum Beispiel im Schaufenster oder ähnlichem. Und hier oben ist der Lüfterausgang, denn der Rechner holt sich hier unten aus der Basis die Luft, um die CPU zu kühlen. Das ist natürlich bei dem Atom- oder bei dem Baytrail-basierten Chip hier nicht ganz so nötig, aber HP benutzt wahrscheinlich einfach das gleiche Gehäusedesign wie beim größeren Modell. Und auf der rechten Seite, bevor wir ihn vergessen, gibt es dann noch einen vollwertigen SD-Karten-Slot, also von voller Größe in dem Fall, sodass man da auch Medien drauf bekommt, wenn man möchte. Das war ein kurzer Blick auf den HP Stream Mini, der für $179 in den Markt startet demnächst und bald auch in Europa natürlich an den Start geht, weil es sich um ein weltweit vertriebenes Produkt handelt. Was er in Europa kostet, wissen wir noch nicht so genau, aber ich würde mal tippen, dass wir uns bei 180 bis 200 Euro bewegen, was eigentlich ein ganz guter Deal ist für so einen kleinen Streaming-PC bzw. Office-Desktop sozusagen. Das war ein kurzer Blick auf den Stream Mini auf der CES 2015 beim Showstoppers-Event. Und ich war Roland für Mobile Geeks. Und wenn euch das gefällt, was wir machen auf dem Kanal, dann Daumen hoch, abonnieren, auf Facebook, Twitter und Google Plus folgen und mobilegeeks.de besuchen, jetzt in einem schicken neuen Design. Und dann sage ich mal, bis bald.